sein Schwert wiedergeben. Und hier ist kein kein Schleifding. Egal. Mal eben schauen. Wohin wollte ich noch gleich? Ach ja, ich bin auf der Suche nach den Alchemistenring. Guckt gerade keiner hin? Doch, der Typ dahin guckt hin. Ich speichere mal eben das Spiel unter einem anderen Spielstand, da ich ja hier am Clown bin. Ich würde gerne... Hi. Kenne ich dich? Ich wüsste nicht, woher. Ich bin ein alter Mann und kann mir nicht mehr jedes Gesicht merken, weißt du? Verstehe. Wer bist du? Tja, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, Renwick war es. Nicht wahr? Ja, Renwick ist mein Name. Was machst du hier? Wie bitte? Was du hier machst? Ich hatte doch gerade noch... Nein, ich hab's vergessen. Du bist Alchemist. Ja, genau das war's. Also, jetzt weiß ich's wieder. Ja, Alchemist. Kann ich dir helfen, alter Mann? Gewiss. Was wollte ich denn gerade machen? Einen Trank. Richtig. Es war sogar ein recht mächtiger. Mir fehlt nur noch ein Büschel Kronstück. Der ist recht selten. Du meinst, du... Versteh... Hier, ich hab den Kronstöckel. Die Kronstöckel? Wirklich? So, bringt er mich gerade um? Wir reden später. Pass auf dich auf. Okay, anscheinend nicht. Gut, jetzt gucken wir mal eben, ob das Ding hier was bringt, das Pult. Hier steht nichts Neues. Okay, nichts Neues, schade. Dann können wir auch hier Laris. Diebesfertigkeiten, genau. Diebeshandwerk, bring mir unmögliches Schlösserknacken. Dazu bist du noch nicht bereit. 29 Diebeskunstpunkte. Scheiße. Verdammt. Naja, gut, dann eben nicht. Ja, ich glaube, wir haben genug Ruf, um jetzt zu dem Ork da reinzugehen. Zu dem Ork-Oberst, um genau zu sein. Wie viele Alchemisterringe haben wir? Vier. Alchemie plus 5. Alchemie plus 5. Oh Gott, wie geil. Na egal. Nemrock. Der Alchemist Perator hat den Sklaven Hamil damit beauftragt, Artefakte zu stehlen. Ah ja. Perator und Hamil, sagst du. Gut zu wissen. Ich werde sofort das Nötige veranlassen, um das zu unterbinden. Gute Arbeit. Du hast schon viel für... Okay, ich darf zu ihm. Sehr schön. Ja, halt die Klappe, lass mich vorbei. Du kannst reingehen, ja danke. Das ist ganz genau das, was ich hören wollte. So, jetzt geht's los, meine lieben Leute. Wir haben ganz viele Buchständer und Pulte. Hier steht was über Alchemie. Alchemie plus 5. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Altes Wissen plus 5. Das kenne ich schon. Alter. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Hirten Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen.
und damit wieder altes Wissen plus 5. Sag, was du willst, und dann geh wieder. Ich habe wenig Zeit. Was weißt du über Xardas? Xardas? Ich sage dir mal was über Xardas. Während er in seinem Turm in Nochtmar sitzt und gemütlich seinen Hintern am Kaminfeuer wärmt, stehen unsere besten Krieger irgendwo in der Wüste und bewachen Sklaven. Und bisher ist noch keines von den Artefakten angekommen, die er sucht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mara! Hast du was für mich zu tun? Ja, ich hätte da etwas für dich. Es wurde uns berichtet, dass sich in den umliegenden Gebieten Druiden bereitgemacht haben. Der mächtigste der Druiden soll dabei sein. Sein Name ist Munak. Ich muss mehr über die Druiden erfahren. Ich habe schon Suchtrupps losgeschickt, um sie zu finden. Was genau wollt ihr von den Druiden? Die speziellen Fähigkeiten der Druiden sind für uns noch ein ungeklärtes Mysterium. Wir wissen nur, dass sie sich dem Studium verschiedener Tiere. Von diesem Wissen beziehen sie ihre Macht und Kampfkraft. Blabla, so ein Moment nur. So, sorry, und weiter geht's. Ja. Wie laufen die Ausgrabungen? Bist du gekommen, mich zu verhöhnen, Mara? Du siehst doch selbst, wie beschwerlich unsere Ausgrabungen vorangehen. Alle Orks des Landes sind auf der Suche nach den göttlichen Artefakten. Wir heben Unmengen von Unrat aus den Stollen der umliegenden Gebiete. Aber wenig davon scheint von höherem Wert zu sein, als das, was man auf den Märkten dafür bekommt. Moment. Ja. Wohin hast du deine Suchtrupps geschickt? Den einen nach Süden, den anderen Trupp nach Norden. Bolok ist der Anführer des Suchtrupps im Norden. Doch es ist schon einige Zeit her, dass er sich gemeldet hat. Geh und sieh nach, was die da treiben. Aber beeil dich damit. Ich hasse es zu warten. Klar? Ja. Die Feuermagier suchen nach alten Artefakten, die sich Feuerkirche nennen. Davon habe ich schon gehört. Ich will hoffen, dass sie noch nicht alle gefunden haben. Ihr wärt wohler. Sie befinden sich in unserem Besitz. Nee, ich werde ihm die Feuerkette ganz sicher nicht bringen. Wo sucht ihr nach den göttlichen Artefakten? Das ist kein Geheimnis, Mora. Jeder Tempel des alten Volkes wird von uns durchsucht. Aber wenn du es genau wissen willst, dann sieh dir diese Karte an. Wir folgen alle noch so kleinen Hinweisen aus alten Schriften und Legenden. Ork-Ausgrabungskarte erhalten, okay. Wir werden jetzt mal eben... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ist es. Da ist es. Wir werden mal eben hier die Pulte durchschauen. Uninteressant. Ah, das heißt, ich brauche nur die, wo nicht Pult dran steht, sondern wo... Ja, jetzt geht der dahin, leck mich doch am Arsch. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Geht der da gerade über den Tisch? Moment mal. Meiner. Buchständer. Genau, Buchständer ist das Richtige. Hier steht was über Alchemie. Perfekt, Alchemie plus 5. Viel Erfolg, nichts viel. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Ich muss da aber mal dran. Muss ich hier wieder kommen, wenn die schlafen? Okay. Egal. Also geht es weiter. Wo auch immer wir jetzt hier rauskommen. Okay. Ja, bitte. Hallo? Was bin ich denn jetzt? Okay, hier sind wir wieder. Die Frage ist, komme ich irgendwie hier rein? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Nee, du kannst auch knacken. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ach, verdammt. So. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn hier? Naja, das bringt alles nichts. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts. Ich suche eigentlich jemanden und ich meine, der war hier. Aber ich finde diesen jemand nicht.
Doch, hier müsste er sein. Ja. Verdammt nochmal. Geht es etwa wieder nicht schnell genug? Wann kapiert ihr Idioten es endlich? Ich brauche meine Zeit, um die ganze Truppe hier zu versorgen. Du bist ein Feuermagier. Das war ich mal. Jetzt bin ich der Koch für das gefräßige Söldnerpack. Jetzt sag bloß noch, du gehörst auch zu dem Verein. Ich sehe, du trägst immer noch deine Robe. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir Menschen wieder frei sind. Wo sind die anderen Feuermagier? Sie sind auf der Suche nach den 12 Feuerkelchen der alten Magie.